EA, euer Markt ist kaputt und wie wir daraus jetzt die meisten Coins machen. Servus, grüezi und hallo, Sweeptix hier mit einer weiteren Ausgabe Trading for Edermann. Ja, Jungs, was soll ich sagen? Gestern Abend Batch 2, erstmal sah es so aus, okay, meldet sich, passiert nicht so viel am Markt und dann über Nacht alles in den Keller. Es gibt überragende Möglichkeiten für euch jetzt überteuert verkaufen Listen zu bauen, UV-Listen zu bauen. Mit wenig Risiko. Wir haben auch im Stream gerade vorhin, danke übrigens an alle, die von hier mit rüber geschaut haben. Mega gefreut, dass ihr da mal Hallo gesagt habt. Sehr, sehr gute Kandidaten schon durchgesprochen. Ihr seht hier auch schon das Ergebnis von der Arbeit im Stream. Ich habe allerdings noch für euch weitere Karten aufbereitet, die ihr dann nachkaufen könnt, um jetzt in den nächsten, sage ich mal, Stunden sehr, sehr gut eure Coins zu vermehren, je nachdem, wie viele ihr halt braucht. Ja. Aber alles der Reihe nach. Erstmal noch kurz vorneweg möchte ich noch sagen, wir haben gestern Putties Batch 2 bekommen, die Liste, die Karten, die da drin sind, wurden tatsächlich, damit hat keiner von uns gerechnet und ich glaube, wenn hier einer jetzt sagt, der hat damit gerechnet, dann hätte es einfach vorher gesagt, Alter. Habe das auch nie, dass EA einfach nur 50 Spieler dazu nimmt, dass wir jetzt 150 Spieler drin haben und viele dann einfach wie zum Beispiel Gareth Bale oder Ter Stegen Numbers Up tatsächlich weiterhin zu ziehen sind. Smarter Move, aber für uns natürlich, auf der einen Seite sage ich, ärgert mich, weil könnte sein, dass der ein oder andere Coin so ein bisschen verloren hat, aber jeder, der tradet, macht auch mal Verlust. Wer keinen Verlust macht, tradet nicht, hat der Chris vorher gesagt, gehe ich mit. Und wenn der Verlust da ist, mich motiviert es immer, noch mehr Coins zurückholen zu wollen. Und am meisten motiviert es mich, dass wenn ihr sagt, hey, ich habe jetzt die Karte, ich habe den Ter Stegen oder den Bell mitgenommen, worüber wir gesprochen haben die letzten Tage. Kein Problem, Freunde. Die Coins holen wir uns alle wieder. Versprochen. Zehnfach. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir machen unsere Coins. Ihr macht euer Business. Wir brauchen einander. In diesem Sinne gehen wir rein, ihr seht jetzt hier gestern Abend 19 Uhr kamen die Karten, die alle zu ziehen sind und dann, also 19 Uhr bis 20 Uhr kam erstmal nicht so ein krasser Drop, aber über Nacht dann halt Karten unfassbar runtergefallen. Und da komme ich jetzt zum ersten Thema des Streams. Ich möchte euch etwas zeigen, was ich so, also ich trade jetzt seit 2 Jahren aktiv, so noch nicht gesehen habe. Dass ihr euch tatsächlich Karten auf die UV-Liste draufbauen könnt, oder dass ihr investieren könntet, wenn ihr das möchtet, mit überhaupt kein Risiko. 1k Risiko pro Karte, wenn ich mir das anschaue. Ein Korea, ein Joe Gomez, komme ich gleich noch dazu zu dem übrigens. Dann hier, die Spezialkarten haben einen Abschlusspreis von roundabout 10k. Bedeutet, ihr verkauft die Karte beispielsweise nicht, habt sie irgendwo im Verein liegen, stoßt sie ab, kriegt ihr 10k dafür. Kauft die Karte ein für 11k, habt ihr 1k Verlust schlimmstenfalls. Werdet ihr allerdings nicht machen, wenn ihr auf das hört, was ich euch gleich sage. Ja? Also für diejenigen, die jetzt wirklich wenig Budget haben, so eine Million oder was, geht's auf Footbin, geht's hier oben dann auf SBC Cheapest Players by Rating, also auf dieses Symbol da und dann seht ihr die Karten von 86, 87, 88 und jede dieser Karten hier, David, Bonucci, Christensen, die haben alle Abschlusspreis 10k und ihr müsst sagen, die sind auch am Cheapest vom SBC Footer Rating, also wenn geile SBCs kommen, wovon wir ausgehen, dann steigen die automatisch mit und wenn sie nicht steigen, haben, bleiben sie unter 10k, können sie nicht fallen. Also ihr könnt es jetzt so machen, Tech Avion Video ist hier auf dem Kanal, da wird es erklärt, was das genau ist. Das berücksichtigen, beste Position, bester Chemistry Style, holt euch so Karten wie ein Joe Gomez, wie ich im Stream gezeigt habe, Fire mit einem Shadow bis 11k nehmen, 16, 17k anbieten, 21k anbieten. Korea, schaut gerne mal bei den Stürmerkarten wie Korea, Griezmann, Jimenez, wo die günstigsten ZM-Karten liegen. Da könnt ihr snipen bis zum geht nicht mehr. Also, ran da. Und so geht es einfach komplett durch. Je spielbarer die Karte natürlich ist, auch im Hinblick ein bisschen so mit Aufgaben. Wir haben aktuell die Footies Cup Brasilien, wie es in den letzten 2 Videos schon angekündigt war. Übrigens, liked mal schnell das Video und schreibt irgendeine beliebige Ziffer rein, wie viele Coins ihr quasi in den letzten 4 Monaten oder in den letzten 4 Wochen, seit ich YouTube auch gemacht habe. Würde mich interessieren, ob euch, weil es kam sehr, sehr viel positives Feedback. Schreibt es mir rein, ob euch das, was wir hier machen, tatsächlich auch Coins bringt. Ja. Wäre cool zu wissen, dass es was bringt, ey. Und so geht es halt durch. Schaust, je spielbarer die Karte ist, desto besser nimmst du den Camel-Style. Ich habe da ein bisschen vorgefiltert, habe für euch da jetzt ein paar Karten im Stream schon aufbereitet und habe dann auch jetzt im Stream-Nachgang
weil ich euch noch ein paar Inspirationen liefern wollte, zeigen. Jetzt gehen wir erst auf die Verkäufe rein, dass ihr auch seht, das, was wir im Stream machen, funktioniert. Diejenigen, die da waren, Kimmich haben wir gekauft, ZM mit Hunter für 90k, angeboten für 118, 119k, ging dann raus. Van Dijk gekauft für um die 70k, raus 86,5, also mit dem Shadow. Dann Ferran Torres als ZM bitte die Stürmerkarte nehmen. Versucht es immer, wenn ich sage ZM, Stürmerkarten, versucht es immer roundabout Marktwert zu kriegen. Wenn ihr die selber umstellen müsst, dann müsst ihr es bei der Preisgestaltung natürlich mit einkalkulieren. Zahlendreher aus der Drehmethode, dieses Video findet ihr auch hier sehr, sehr begehrt aktuell. Dann Depay, wie gestern auch noch auf TikTok gesagt, für 34k kannst du den raushauen aus ZM, für 42k aus ZM. Smith Rowe, den haben wir im Stream gekauft, selber umgewandelt zum ZM, für 42 raus, kriegst du für 25k. Dann Paul Walker, unfassbar geil, auch 42k, 40k Mindestpreis, gar kein Risiko für 54k auf die Liste mit einem Chemistry Style. Felix als ZM würde ich für 53 oder für 52, 42 anbieten, als ZOM dann ja für einen Tick günstiger, dass das ja drin ist. Luis Diaz muss drauf, Position gechanged. Pogba versuchen mit einem Shadow oder mit ZM, beides kombiniert wäre natürlich geil zum Marktwert zu kaufen. Lacroix mit dem Shadow haben wir im Stream gekauft, für 20k Shadow drauf und für 32k Zahlendreh angeboten. Dann Ødegaard, absolute Maschine, auch im Stream gekauft, ZM mit Hunter, also ihr seht, es lohnt sich komplett in den Streams dabei zu sein. Ich weiß nicht, wann der nächste Stream ist, aber ich werde es euch rechtzeitig bekannt geben auf meinem Twitter-Account. Schaut da bitte rüber, dass ihr da immer am Laufenden seid. Da poste ich euch auch alle immer die Verkäufe von den Jungs, damit ihr einfach seht, was für Karten gerade aktuell super laufen beim Trading. Daka, haben wir den einen noch, der ist noch von letztens Mal, vom letzten Video oder vom vorherigen Video, zwei Videos davor. Und den Daka haben wir im Stream gekauft als Stürmer, nur mit dem Hunter, für 16k und für 22 ist er raus. Also das muss auch nicht immer sein, dass ihr die Positions Change selber kauft. Ihr könnt auch einfach wirklich eine komplette Liste machen mit diesen Karten, die ich euch gerade gezeigt habe bei Footbin. Macht einen geilen Chemistry-Style drauf, 5k Aufschlag. Wer das machen möchte, wer sagt, hey, ich habe mal Bock, eine 100er Liste mit 5k Aufschlägen zu machen, schreibt es mir Nachricht, dann machen wir gemeinsam ein Video. Dann Eder Militao, Rodrigo, Walker, diesen Totti Nomini, könnt ihr immer zu der UCL Live-Karte vom Preise anbieten. Top. Und diesen Joe Gomez, auch hier für 11, 12k mit einem Shadow, einfach nehmen, anbieten, fertig. Ja, 5k drauf, 21k Zahlendreher. Und in der Zwischenzeit, ihr seht, vorher waren 19 Verkäufe, ich sage mal, ihr seht, weiß nicht, wo ich das her habe, aber es ist so krass, seit ich YouTube mache, habe ich das so drin. Dann Theo Hernandez nochmal raus für 53k Einkaufspreis auf 35k. Das hat EA gestern übrigens super gemacht, dass sie auch noch SBCs gebracht haben, wo Informs abgegriffen werden. Und ja, und jetzt habe ich noch 24 Karten für euch, die ihr genauso mit draufnehmen könnt, wie ich sie anbiete. Oder ich mache das jetzt einfach, ich nehme die Zeit jetzt einfach mal auch für das ganze Video. Damit ihr das wieder auch mal seht, weil es kommen immer so Fragen, wie welche Karten anbieten. Das erkläre ich zwar immer mal wieder, aber so zeigen habe ich schon, gezeigt habe ich schon lange nicht mehr. Und daher nehme ich jetzt einfach mal die nächsten 5 Minuten und zeige euch, wie ich die Karten anbieten würde. Ich kaufe die Karten tatsächlich jetzt nur noch für Content, damit ihr seht, wie ihr jetzt noch, wenn ihr die Coins noch braucht, die ihr dann, ja, meines Erachtens am effektivsten vermehren könnt. Diese Drehermethode, die wir hier auf dem Kanal vorgestellt haben, im Zusammenhang mit Manu, ist so effektiv derzeit. Und ihr seht auch bei jeder Karte, jetzt habe ich es richtig gesagt, ihr seht auch bei jeder Karte, dass da die Position Change etc. berücksichtigt ist. Also wenn ihr die Karten so snipen könnt zum Marktwert, macht es. Wenn ihr die Karten nicht snipen könnt und umstellen müsst, dann berechnet das immer so mit ein, dass ihr schon, wenn ihr den Aufwand habt, dieses Umstellen, dann versucht es da wirklich so 10k rauszuholen, ja. Dieser Lacazette zum Beispiel, habe ich selber umgestellt, für 50er gekauft, das ist der Mindestpreis. Und dann würde ich den für 74,5 anbieten, ja. 13k hat das Umstellen gekostet, könnt ihr euch ausrechnen, was überbleibt. Vlahovic, den habe ich gesniped für 35k, den könnt ihr wunderbar im Preissegment zum Tots anbieten. Und, ja, Zahlendreher, 53,35 ist immer sehr, sehr lukrativ, da habt ihr sehr, sehr viele Möglichkeiten. Dann Gareth Bale. Unfassbar, dass die den einfach nochmal drin lassen, aber schaut euch mal den Preis an. Ja, den snipet euch bitte auch zum Mittelfeldspieler und bietet es dann für 75 oder 85k. Und könnt es auch aus 102k die machen. Grüße gehen da raus an den Crimes, an den Basti. Charles Chill, dahingehend, die Tots-Karten werden immer gebraucht für SBCs. Entweder ihr holt euch den als Stürmer, besser geht er natürlich noch als ZM. Auch hier zahlen wir, seht ihr meinen Einkaufspreis, 46, da war es wieder, 46k. Und dann einfach rumdrehen. Ja, dreht es so rum. Koulibaly holt es euch mit dem Shadow, bietet sie für 65k an. Fertig, 95er Rating. Giovanni Reyna, spielt der eigentlich noch bei Dortmund? Weiß ich gar nicht mehr, habe ich nicht mehr so am Radar. Muss ich mich jetzt wieder einlesen, damit ich einfach auf Kickbase dann auch mithalten kann. Wir haben so eine eigene Community-Liga. Ich hoffe, ihr seid alle am Discord, by the way. Toni Kroos,
35k Einkaufspreis mit dem Shadow, 53k anbieten. Werner habe ich zwar noch auf der Liste, aber wollte ich unbedingt nochmal kaufen, um euch einfach dann auch nochmal zu signalisieren, Freunde, packt euch die Karte auf die Liste. Als ZM wäre natürlich am wertvollsten. Auch die Natale, mega krass runtergekracht. Für 19,5 hast du den Krieg, oder habe ich den Krieg mit einem Hunter, würde ich für 27.750 anbieten. Payet, erfahrungsgemäß geht er besser als ZM. Habt den aber mal als Stürmer gesniped gehabt, weil er gerade so reinkam. Wenn ihr den kriegt als ZM zum Markt, dann holt es euch als ZM. Bin aber auch guter Dinge, dass ich den Stürmer verkaufen kann. Dann ein Cooper, schöne Grüße an MMTV, der hat den vorher gerade verkauft, somit muss er auf die Liste. Bitte schauen, dass er den zum Markt wird, mit einem Shadow kriegt. Genauso Cancelo. Cancelo ist prädestiniert dafür, entweder ihn zu einer stärkeren Version anzubieten. Ihr könnt auch den Totti zum Beispiel zum Tots anbieten. Also es gibt in höheren Preissegment auch viele Möglichkeiten. Ich sag's euch aber ganz ehrlich, ich habe bewusst diese Karten genommen, weil ich jetzt will, dass wir ohne Risiko unsere Coins vermehren. Und es ist gar nicht nötig, ins hohe Risiko zu gehen, weil man in dem Preissegment auch einiges sehr, sehr viele Coins machen kann. Vorher kam einer ins Streamline, der hat gesagt, der hat jetzt auf 2 Tage mit einer 1 Million UV-Liste den Wert seiner Spieler verdoppelt. Das heißt, er hat mit 1 Million UV-Liste 1 Million Gewinn gemacht und hat jetzt 2 Millionen. Könnt ihr auch alle. Und diese Spieler, die wir hier vorstellen, es wird auch morgen nochmal ein Video geben in Zusammenarbeit mit Manu. Also macht die Glocke aktiv, weil das immer sehr, sehr wichtig ist, dass ihr die Videos dann gleich seht, dass ihr dann auch dementsprechend zum bestmöglichen Zeitpunkt einkaufen könnt. Da wird es hoffentlich noch ein Video geben mit Manu heute Abend, das ich dann morgen Abend posten werde. Und da kriegt ihr nochmal weitere Inspirationen. Ja, vielleicht auch so ein bisschen mit dieser 5K-Methode. Vielleicht hat der Manu Bock, gemeinsam was zu machen. Er hat es zumindest mal angesprochen. Und ihr seht jetzt auch, wie ich die Karten, da war es wieder, wie ich die Karten anbiete. Und auch Paqueta. Unfassbar, diese Preise. Wirklich, ich kam da nicht klar, was das für Preise sind. Und es ist ein Paradies für alle, die Coins brauchen. Und vor allem, die ins UV reinfinden wollen, so wie ihr gerade. Freut mich übrigens, dass ihr euch so fürs Trading auch noch im Juli interessiert. Und ich bin mir sicher, dass ihr hier so eine geile Grundlage legt, dass ihr nächstes Jahr viel zu viele Coins haben werdet. Dahingehend, das macht mich persönlich auch stolz. Ich habe es vorher im Stream schon gesagt, auch diese Spendenaktion, die wir haben für die Kinderkrebshilfe. Das ist so eine krasse Motivation, dass man mit so etwas, was wir hier gemeinsam schaffen, so was Geiles bewegen kann in dieser Welt. Und das wird einen Unterschied machen für viele Menschen. Und da pusht mich das komplett. Euer Support ist meine Motivation. Danke fürs Zuschauen. Talisca übrigens 40k Wahnsinnspreis, als ZM geht einen Tick besser. Es hat sich in der Zwischenzeit, wo ich jetzt angeboten habe, wieder eine Karte verkauft. Es ist Gareth Bale. ZM war das. Unfassbar. Ihr habt das gesehen, mein Einkaufspreis 57k. Also den gerne auch ja, aufs Listchen packen. Coins machen. Kommentar da lassen. Like da lassen. Und rüberschauen auf Twitter, dass ihr nichts mehr verpasst. Das wäre mein Wunsch. Ansonsten auch noch ganz wichtig, Sweepix'sche Anweisung, habt ein richtig geiles Wochenende, lasst es euch gut gehen, tut eurer Family was Gutes, positive Gedanken, stay blessed, peace out, euer Sweepix'.